Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Bayonetta Origins zu Wayside the Lost Demon. Im letzten Part haben wir wieder, wie immer, gebacktrackt viel, haben es jetzt aufgegeben, nach einem Gebiet speziell zu gehen, sondern werden dann einfach so ein bisschen umher, weil wie gesagt, verschiedene Zugänge und so. Versuchen sie aber auch mal alles zu finden. Ja, mal sehen, wie wir vorankommen werden heute. Das hier war schon schwierig genug. Oh ja. Die gute Wendung. Ja, ja. Oh, das sind nicht so viele Gegner. Irgendwann reicht auch. No. Stirb. Halt, stopp. Ja, das ging ja voll. Hab ich da gehört? Nein. Doch, hab ich. Auch hier. Hab ich's gehört? Oha. Wenn auch immer das passiert ist. Bedank dich, Jan. Karma wird dich holen. Danke dafür. Ich dachte, du sollst dich bedanken. Nee, hab jetzt das halt nicht mehr. Ich glaube, ich muss heute noch einen Kuchen backen. Ich habe irgendwie Lust auf Kuchen. Ja, dann mach doch einen Taschenkuchen. Ja, passt für meine Größe. Da bin ich auch schon satt. Ha, lustig. Ja, das lustig. Auch. Das, ja, das ist lustig. So meine ich das jetzt gar nicht, aber. Ja, das machst du sonst immer. Ja, wo du recht hast, hast du recht. Aber das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Wir sehen uns an der nächsten Stelle. Truhe. Truhe. Warum soll ich ruhig sein? Ich hab Ruhe verstanden. Ruhe, Ruhe. Jo, die hat uns gar nichts gebracht, außer dass sie jetzt offen ist. Ach man, wunderschön. So, aber, nee, wir gucken mal ganz kurz, da wir da noch nicht waren. Vielleicht gibt's jetzt gleich instant wieder krasse Sachen. Ich glaube, Jan träumt gerade wieder zu viel. Och, komm, ey. Geht denn hier ab jetzt? Ich komme jetzt von hier auf. Das gefühlt immer langsamer. Ich komme von hier aus jetzt zu einem von den Irrlichtern. Ja! Oh, als ob wir da 50 Meter zurücklaufen. 50 ist nicht mehr viel. 500. Aber wäre cool. Könnte sein, dass wir zu dem. Ich glaube halt echt, der zeigt uns ja gerade den Weg zum Unterschlupfen, da laufen wir daran vorbei. Was macht der hier? Er kann runter. Nee, okay. Da gab es noch einen Weg nach unten. Den müssen wir uns im Hinterkopf behalten.
Okay, wir sehen ihn schon mal. Alles, was man schon oft gelernt, muss nichts heißen. Aber in dem Fall schon. Hallo. Ja. Somebody! Ja, Alter. Ist das ein Hammer? Wer hat kurz gedacht, dass das ein Pömpel ist? Klopfkopf. Nein, Klopfkopf. Nein, Klopfkopf. So. Yippie, ich kann mich wieder bewegen. Vielen Dank. Das ist echt toll. Dass man sich bewegen kann, ja, das stimmt. Größe ein normaler Hammer, Gewicht ein Dutzend Hammer. Persönlichkeit Unruhestifter. Hobby selten. Wer Klopf-Klopf als Lümmel bezeichnet, trifft den Nagel auf den Kopf. Denn er rennt jeden Tag mit scheinbar endlosen Energiereserven durch den Wald und stellt dabei nichts als Unfug an. Auch den Hammer an seinen Schädel setzt er für seine Streiche ein und es kommt nicht selten vor, dass er anderen Irrlichtern damit zum Spaß eins überbrät. Aua. Seine Eskapaden bringen ihn oft genug in Schwierigkeiten, doch Klopf-Klopf scheint das nicht im geringsten zu stören. Schon am nächsten Tag sieht man ihn wieder mit seinem Hammer am Kopf herumflitzen, auf der Suche nach neuen Opfern. Vielleicht liegt sein Verhalten darin begründet, dass er noch sehr jung war, als er zum Irrlicht wurde und daher nie die Gelegenheit hatte, erwachsen zu werden. Klopf, klopf, liegt die Natur über alles. Da ist er im Wald von Avalon wohl gut aufgehoben. Er hat dort jedenfalls alle Zeit der Welt für sein liebstes Hobby, das Zelten. Ja, da gibt es auch Irrlichter, die sich insgesamt daran stören, dass Klopf, klopf, so gut mit seiner Situation in Avalon zurechtkommt. Klopf, klopf? Nee. Ach, das machst du, wer ist da? Nee. Nicht nett. Was, da oben? Könnte interessant sein. Oha. Hab ich's kaputt gemacht? Ja, ne? Noch eine Runde! Stopp! Stopp! Oh. Was denn? Da muss ich jetzt nochmal hin, da war eine Truhe. Ach, ich hab da nichts gesehen, da war nichts. Oh, wie kann man denn so blind sein? Das ist kein Argument, dass du eine Brille hast. Haben wir fast halt wieder genug, dass wir das bei Shesher verbessern können. Nee, zurück kommst du nicht. Das sind immer noch diese Käfige, wo die Monster gefangen werden. Ein Unterschlupfchen. Vielleicht kommen wir von hier zu dem anderen hin. Alter, wie hat das denn gepasst von den Dingern? Gut. Ich würde sagen, ob wir jetzt von hier aus dahin finden, schauen wir erstmal so. Wow, genau der richtige Moment. Hallo, hallo. Ich habe neue Sachen gefunden. Wir wollten eigentlich das letzte Irrlicht finden. Der jetzt Weg sind ist aber wieder wo ganz anders, wie immer. Ja, der Weg war irgendwie ganz komisch, deswegen sind wir jetzt hier. Wir werden das natürlich nur irgendwie finden, aber. Ja, lass uns auch erstmal hier ein bisschen streben. Ich bin auch schon durch, mein Kopf ist auch matsch. Ja, natürlich hast du da jetzt durchgeschossen. Ui. Ja, ich würde sagen. Wir brauchen mehr von den gelben Dingern, von den gelben haben wir fast gar nichts mehr. Sagen sie öfter. Bestellst du welche auf Amazon? Warte, weiß. Du meinst, weil ich das schon mal erwähnt habe, dass wir davon so wenig haben? Ja. Hat sich aber auch nicht gebessert.
Ja doch, aber ich habe wieder ein paar ausgegeben. Ja, das kommt auch davon aus, dass ich sage, mein Gott, du bist so unvorsichtig. Bevor du da den Pilz nimmst. Da drüben ist ein Ding, was wieder zum Schweben ist. Ja, komm, nimm den Pilz. Ich glaube, du kommst durch den Pilz da sogar rüber, Jan. Ich kenne ihn anders. Bin hier auch dann zu dem anderen da, oder wie? Glaube ich schon, ja. Du musst halt mit Cheshire irgendwo wieder rübergehen. Ja, genau, da an das Ufer allerdings, ja. Na, plopp! Hä? Aua! Was war denn jetzt los? Hast du das Spiel schon wieder? Ich sag da nur eins. Du kriegst immer wieder gut hin. Und andere würden sagen, Nintendo vor allem, sollte mich als Game Tester einstellen. Ja, Nintendo würde dann direkt sagen. Der Pilz ist nur ein Rückweg, glaube ich. Glaube ich auch. Lass mich raten, ich hätte von der Blume aus da drauf gehen müssen. Ich glaube, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, ja. Kriegst du es hin? Versuchst du es doch mal? Sehr gut. Wie mache ich denn das jetzt? Ja, mit dem Pilz. Mit dem Pilz. Mit dem Pilz. Hey! War da noch gar nicht fertig. Alter! Irgendwann flog. Was denn irgendwann? Haben sie vor, Böses mir anzutun? Kenn ich nicht so mit.
bitte wie viele nicht Pflanzen auf. Ich sehe das eine nicht mal. Beste Kamera. Alter, was geht hier ab? Jan, mehr Spaß! Es sind nur noch 4 Tage und 7 Stunden bis zum offiziellen Release um 0 Uhr von Zelda Tears of the Kingdom. Wo geht das hin? Oh nein, Jan, das ist ein Tor in die andere Welt. Geht hier ab. Palast der Stille? Was, wo sind wir? Was zum... Gib mal bitte, Map. Hä? Andere Map. Der Map. Hä? Das ist... Hä? Gigantenbazar? Was auch immer. Eine neue Erinnerung auf jeden Fall. The ravages of time had not been kind to this palace. But they were unable to completely erase its former majesty. Ich hatte das auch schon mal gelesen, dass es dieses Gebiet gibt. That long ago a fairy queen resided in just such a place. Der Palast der Stille also. Ein Palast für die Braut des Feenkönigs. Was für eine Bruchbude. Da muss er echt begeistert von ihr sein. Aber das muss er wohl. Wer bist du denn? Alter, neuer Unterschlupf. Hello. Ja, hier werden wir auch gleich speichern, wenn wir durch sind. Oder wir speichern und speichern dann nochmal und speichern dann nochmal. Komm, 80. Nein! Ich will das am Ende des Part abgestürzt. Aber hier gibt es doch gar nicht so viel, oder? Man weiß es nicht. Ja, auf der Map waren 2, 3 Sachen. Oh, nicht. Jan, das ist. Das steht unter Denkmalschutz. Überleg dir, bevor du das machst. Jan! Jetzt einen Sound machen müssen. Ich weiß. Aber. Ich hab was vor. Okay. Das, wir müssen ja auch wirklich diese Atmosphäre wahren. Das ist ja der Palast der Stille. Halt, stopp. Oh. Halt, stopp! Du kannst da nicht einfach reinspringen. Okay, können tust du schon, aber die Sinnhaftigkeit. Du bist Forsch. Und du bist nicht Schorsch. Ignis Tagebuch 1. Oha. Viel zu lange schon gibt es in Avalon bei Tag und Nacht nichts mehr als endloses Leid. An jedem Ort herrscht allein das Recht des Stärkeren, während die Schwachen ständiger Verfolgung ausgesetzt sind. Doch nun habe ich endlich das Gefühl, dass ein milder Hoffnungsschimmer eingetroffen sein könnte. Oh, wie lange habe ich darauf gewartet, auf den Moment, da eine Person kommt, die den heimtückischen Mannschaften der Feen ein Ende bereiten und diesen Wald wieder zu jedem friedlichen Ort machen wird, der schon immer hätte sein sollen. Es gab eine Zeit, da hätte ich mich vielleicht selbst den Fehler entgegenstellen können, doch inzwischen verfüge ich längst nicht mehr über die derartige Kräfte, wenn ich doch nur etwas tun könnte, um meine einstigen Fähigkeiten wieder zu erwecken und meine frühere Stärke zurückzugewinnen. Viele Tränen habe ich bereits darüber vergossen, wie schwach ich geworden bin, doch nun wird mir klar, dass es nicht unbedingt mein eigenes Eingreifen sein muss, welches die hier vorherrschende Ungerechtigkeit beseitigen wird. Ja, eine Heldin wird die Gleichgewicht herstellen. So verhält sich das mit Licht und Dunkel in der Welt. Ich glaube fest daran, dass das Schicksal Avalons in den Händen jener jungen Hexe mit den strahlenden Augen liegt. Doch nicht nur in ihren Händen allein. Auch die Stärke des Bandes zwischen ihr und ihrem Gefährten wird entscheidend sein. Ich spüre, dass die beiden über die nötige Kraft verfügen, um den Missetaten in diesem Wald einen Riegel vorzuschieben. Möge der Segen Avalon sie begleiten. Klingt nach einer netten Person. Guck mal, was da ist, Jan. Power!
Ich hab gesagt, das hab ich doch kein sonst, Knuddeln. Das habe ich doch sonst auch nicht so oft gemacht. Warum passiert mir das denn jetzt immer? Ja, ich weiß nicht, was los ist. Okay. Jetzt muss man nur noch reingehen, glaube ich. Brian da. Was wartet hier auf uns? Was für ein Turner Nark. Oh. Ach, nicht schon wieder. Eile. Oha. Besiege alle Gegner vor Ablauf der Zeit. Das hat man noch nicht. Gegner verlängert das Zeitlimit. Das, obwohl, hatten wir das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Nein, das hatten wir noch nicht. Die Zeit da oben ist neu. Also kein Stress. Wie viele Leute kommen denn hier jetzt? Tja, wir sind irgendwie. Genug. Kommen. Mach's kaputt. Ich kenne nur Mascarpone. Ja. Mehr kann man da auch nicht zu sagen. Hallo. Der war nicht so schlecht. Naja doch, der war schon ziemlich schlecht. Das ist nicht fair. Besiegt doch die jetzt mal, macht tot jetzt. Der andere, der ist auch schon bereit zu sterben. Nam nam nam. Der Obermatz hier. Steckt doch nicht, der Junge. Ja, das ist halt der Boss. Ja, die Zeit. Ja, hier die kleinen Knöpfe, die gehen auch schnell tot. Zack. Na, geht doch. Sehr gut. Hallo. Yes. Aus hier. Brauche ich den Sample raus hier mit den Viechers. Raus mit den Viechers. Aber darf man Voice Samples von toten Menschen haben? Ist sie tot?
Ja. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gesagt. Aber warum? Naja, also der Lebensstil von dieser Dame war jetzt nicht gerade der beste. Ja, aber... Was denn? Naja, gut. Bitte was? Kann man nicht so ändern. Weißt du was? Was? Oh, ich glaube, hier ist irgendwas falsch gelaufen. Ich gebe ein Karin Ritter, dann steht hier Ärztin. Ich glaube, ich dachte, die Ärztin war. Die haben sich vertan hier. Ja, du sprichst so über die. Was? Du sprichst einfach so über die und weißt nichts über sie, siehst du? Ja, was soll ich sprechen? Über die, die gute Frau Doktor mit Karin Ritter. Ich glaub's nicht. Die waren in der Friedensbewegung, habe ich gelesen gerade. Ich glaub's nicht, dass das die ist. Ach, schön. Ja, komm, wir speichern und erwarten das mit der Folge, meine Freunde. Ja, da ist nichts mehr. Guck auf der Karte, hier gibt's nichts mehr. Doch. Was denn, wo? Ja, das ist aber doch da beim Dingsi. Von hier aus irgendwo. Kannst du direkt nach links oben gehen. Stopp, runter. Ja, da kannst du direkt nach links gehen. Aber ob das irgendwas bringt? Hier waren wir doch schon. Was willst du jetzt von mir? Ja, aber es kann doch sein. Nee. Dann ist das aber einfach eine andere Ebene, weil... Nein. Aber ich sind mehrere. Alter Klug. Ich bin so müde. Ich hab keine Lust auf nichts. Medizin könnte helfen. Wenn es denn sein muss. Na klar. Diese Medizin, das ist. Ich glaube, das könnte tatsächlich mich etwas wacher machen. Keine Lust auf nix, Glutix. Größe, mir egal. Gewicht, was juckt mich das? Persönlichkeit faul, Hobby Nickerchen. Glutix ist das vermutlich faulste Irrlicht, das es je gegeben hat. Der Stoff über ihrem Kopf ist an einigen Stellen versenkt, doch Glutix ist das völlig egal, so wie eigentlich alles. Wenn man Glutix, also ist das Jan, wenn man Glutix bittet, etwas zu erledigen, kann man direkt davon ausgehen, dass er es sowieso nicht tut. Ihr typischer Morgen besteht darin, aufzuwachen und sich direkt wieder schlafen zu legen. Später ist es dann Zeit für einen Mittagsschlaf. Und wenn sie doch mal länger als 2 Minuten warten, raucht sie bloß wie eine Schnecke über den Boden. Kriecht, hä? Und dann, ehe man sich's versieht, ist es auch wieder Nacht und Glutix wieder ins Land der Träume entschwunden. Die übrigen Irrlichter kennen es sich schon gar nicht mehr anders und haben längst akzeptiert, dass Glutix auf diese Weise den Tag verbringt oder eher verschläft. Und an seltenen Tagen, wenn Glutix doch einmal was unternimmt, können die anderen ihre Sorge um sie kaum verbergen, denn sie glauben dann sofort, dass irgendwas mit ihr nicht stimme. Überraschenderweise war Glutix in ihrem früheren Leben ein echtes Arbeitstier. Es waren die daraus resultierenden Gefühle von Erschöpfung und Überarbeitung, die sie dazu brachten, im Wald von Avalon etwas Erholung von alltäglichen Stress zu suchen. So gesehen war es für sie wohl gar nicht so schlecht, in ein Irrlicht verwandelt zu werden. Also zu sterben. Ach so. Geschichte des Föhnkönigreichs 6. Arthur vergoss einige Tränen um seine gefallenen Kameraden, ehe er den Blick wieder auf den Feind richtete, den schrecklichen Jabberwock, der vor ihm jagte, aufragte. Er hatte ihn erkannt, dass dieser Drache zu mächtig war, um mit gewöhnlichen Mitteln besiegt zu werden. Der Kampf begann erneut und der Jabberwock ließ nur für den Bruchteil einer Sekunde seine Deckung offen. So, das genügte Arthur. Jählings läutete ihn einen mächtigen Zauberspruch entgegen, der ihn in einen Kristall versiegelte. Und so hatten sie es trotz großer Verluste dank Arthurs Bemühungen geschafft, den Jabberwock außer Gefecht zu setzen und seine Schreckensherrschaft vorerst zu beenden. Die Rebellen rückten weiter vor und erzielten täglich neue Siege. Langsam aber sicher wurde Moltred in die Ecke gedrängt. Denn inzwischen war seine Armee erheblich reduziert worden, während die Arthurs ihm nun zahlenmäßig überlegen waren. Endlich beschloss Moltred, dass es an der Zeit war, selbst an die Front zu ziehen. Auch wenn er einige Verluste hatte einbüßen müssen, verfügte Moltred allein doch über eine Macht, die es leicht mit Arthurs ganze Armee aufnehmen konnte.
Deshalb traf Arthur, der weitere Opfer vermeiden wollte, die Entscheidung, Mordred zu einem persönlichen Duell beim Baumstumpfplateau herauszufordern. Bald darauf sollte der schicksalsschwere Kampf beginnen. So, und jetzt ist hier noch ein Irrlicht? Nee. Ach, das andere war kein Irrlicht. Ja gut, dann würde ich aber sagen, jetzt speichern wir wirklich. Noch nicht ganz. Oh, wir können ja was kaufen. Taschen. Haben wir ja fast alles, glaube ich. So viel gibt's nicht mehr. Speichern, komm, 80, 80, 80. Ich hoffe, euch hat aber auch diese Folge gefallen. Und in der nächsten Folge geht's halt weiter. Ich bin mal gespannt, wo es uns hinführen wird. Ja, so viel haben wir doch gar nicht. Wir haben doch gerade das Gelbe erst für. Ich hoffe, wir brauchen das nicht nochmal für irgendein Irrlicht. Aber mal gucken. Ja, cool, wenn Kochen so einfach wäre, einfach so umrühren und fertig. Du sollst doch speichern. Ich wollte doch wissen, ob das 80% sind. Also. 18! Ich war fast so leicht zu lassen. Tschüss.